Die nachfolgende Sendung widmet Ihnen Kfz Jagschitz in der Kasernenstraße 9 in Eisenstadt. Reparatur und Service aller Marken. Servus, grüß Gott und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Motor TV. Citroën präsentiert am Genfer Autosalon gleich zwei Weltpremieren der Klein- und Kompaktwagenklasse und Hyundai gibt uns einen Ausblick in die Zukunft. Mit dem C4-Kaktus im Offroad-Look und mit viel Platz stellt Citroën neben der erfolgreichen DS-Reihe nun eine weitere Version des C4 vor. Auf den ersten Blick erinnert er mit seinen schmalen Schlitzen für das LED-Tagfahrlicht und der nach hinten abfallenden glatten Seitenlinie ein bisschen an den Land Rover. Das Auffallendste sind eindeutig die Airbumps, die an den Flanken und Schürzen integriert sind. Sie strukturieren grafisch das klare und glattflächige Design und sind in vier Farben erhältlich. Vor allem aber bieten sie echten Schutz im Alltag vor Dellen und Blechschäden. Ein langer Radstand sorgt nicht nur für kurze Überhänge, sondern auch für erstaunlich viel Platz innen. Durch das tiefe Armaturenbrett verfügt der Beifahrer über mehr Freiraum. Die breiten Vordersitze haben ebenfalls ein neues Design erhalten und erinnern an ein Sofa. Die meisten Tasten sind digital in einem 7-Zoll-Touchscreen, das alle Funktionen in sich vereint. Klimaanlage, Navi, Media, Fahrzeugeinstellungen, Telefon, Internetdienste und Fahrhilfen. Ein digitaler Bildschirm vor dem Fahrer ersetzt zudem das Kombi-Instrument mit Tacho, Drehzahlmesser und anderen Anzeigen. Höhere Effizienz und der Verzicht auf Überflüssiges sind die Schlüssel zur Verringerung des Verbrauchs. Verglichen mit einem C4 entstand eine Gewichtsreduzierung von 200 Kilogramm. Deswegen kann auch eine Dieselversion mit einem Verbrauch von nur 3,1 Liter angeboten werden. Aber nicht nur der Kraftstoffverbrauch, sondern auch die Betriebskosten werden um ca. 20% gesenkt. Dank der Gewichtsoptimierung wurde auch der Verbrauch an Verschleißteilen deutlich verringert. Und dank der Airbumps sollen die Reparaturkosten ebenfalls deutlich sinken. Die zweite Weltpremiere bei Citroën ist die Vorstellung des neuen C1. Der ersetzt seinen Vorgänger und damit einen Bestseller bei Citroën. Der neue C1 wird von Beginn an als 3- und 5-Türer sowie in der offenen Variante C1 Airscape erhältlich sein. Das Gewicht fällt mit 840 Kilogramm äußerst niedrig aus, vom Leichtbau profitieren Fahrdynamik und Verbrauch. Die Motorenpalette des neuen Citroën C1 besteht zum Marktstart aus lediglich zwei Benzinern, die mit 68 oder 82 PS für den Antrieb sorgen. Die meiste Zeit wird dieser Kleinwagen sicherlich im Stadtverkehr verbringen. Hyundai stellt mit der Konzeptstudie Intrado eine Weltneuheit vor, die das Zeug zum Hingucker hat. Der Intrado ist der erste Hyundai unter der Leitung des neuen Chief Designers Peter Schreier und zeigt somit auch, wie aufgeschlossen Hyundai ist und wie die Weiterentwicklung der Marke in der Zukunft aussehen wird. Nicht nur im Design, sondern auch technisch werden beim Hyundai Intrado Maßstäbe gesetzt. Als Antrieb dient eine Wasserstoff-Brennstoffzelle, die angeblich 600 Kilometer Reichweite möglich macht. Der Tankvorgang soll nur wenige Minuten dauern, aus dem Auspuff kommt danach nur Wasser. Inspiriert ist das Intrado-Design von der Luftfahrt. Für das Auto werden modernste Leichtbaumaterialien verwendet. Die windschlüpfrige Optik soll dazu beitragen, dass der Intrado höchst energieeffizient fährt. Jetzt neu. Leihwagen Eisenstadt. Für jede Gelegenheit der passende Wagen. Anfragen und Infos auf www.leihwageneisenstadt.at oder telefonisch unter 0650 777 0650. Fate doesn't ask. Could also be me. Or you. Jedes Jahr erleiden rund 130.000 Menschen eine Verletzung des Rückenmarks. Querschnittslähmung muss heilbar werden. Wings for Life. Ihre Spende ist entscheidend. Er ist zwar von Grund auf ein kleiner, wird aber immer größer, nur nicht im Preis. Die Rede ist vom neuen Hyundai i10 im Modelljahr 2014. Gewachsen sind dabei die Außenmaße, die Grundausstattung und das Kofferraumvolumen. Plus 8 in der Länge, plus 6 in der Breite, dabei 5 cm flacher, das sind die Veränderungen in Zahlen ausgedrückt.
Und diese Veränderungen haben ihm nicht schlecht getan. Der Hyundai i10 wirkt erheblich attraktiver proportioniert. Frisches Design nach Art des Hauses mit großem Kühlergrill und heckwärts ansteigenden straffen Linien. Die Größenveränderungen schaffen mehr Platz für Fahrer und Passagiere. Auch der Kofferraum ist um einiges gewachsen. Große Fortschritte sind bei der Verarbeitung und den Materialien im Innenraum zu erkennen. Das Interieur des Hyundai i10 gefällt mit peppiger Zwei-Farben-Kombination, einem übersichtlichen Cockpit und komfortablen Vordersitzen, die in einem Kleinwagen überraschen. Vorn ist das Raumgefühl luftig, hinten akzeptabel, praktisch sind die vielen Ablagen und auch Dosenhalter. Zudem stehen Optionen zur Verfügung, die bislang oft erst bei Fahrzeugen höherer Kategorien verfügbar sind, wie ein beheizbares Lederlenkrad, ein schlüsselloses System mit Startknopf, eine Klimaautomatik, eine Berganfahrhilfe, Tempomat und auch eine Sitzheizung. Bei der Ausstattung können die Kunden zwischen drei Ausstattungslinien wählen, wobei schon in der Basisversion ABS, ESP, 6 Airbags, eine Zentralverriegelung und ein Bordcomputer mit dabei sind. Der Dreizylinder 1-Liter Motor hat eine Leistung von 66 PS, der Verbrauch liegt im Schnitt laut Hersteller bei 4,7 Liter. Mehr sportliches Potenzial hat der Vierzylinder 1,25 Liter Motor mit seinen 87 PS, der Verbrauch ist mit durchschnittlich 4,9 Liter dabei nur geringfügig höher als beim Dreizylinder. Auf Wunsch gibt es die stärkere Version auch mit einer Viergang-Automatik. Sein Revier ist eindeutig die Stadt. Im unteren Drehzahlbereich geht es gemächlich, dafür aber flüsterleise voran. Ab 4000 Touren kommt der kleinste Hyundai dann in Fahrt. Das Fahrwerk ist ordentlich abgestimmt, die Federung hält auch größeren Schlägen stand. Der i10 meistert auch enge Kurven und hält dank ESP und Stabilitätsmanagement gekonnt die Spur. Bequeme Sitze bieten guten Seitenhalt, die Rundumsicht ist okay. Seinen großen Trumpf spielt der neue Hyundai i10 aber beim Preis aus. Für knapp unter 10.000 Euro erhält man das Einstiegsmodell, für knapp darüber die restlichen Modelle. Und wie immer bei Hyundai gibt es eine 5-Jahres-Garantie ohne Kilometerbegrenzung noch dazu. Jetzt bei Denzel in Eisenstadt und Dorner im Markt St. Martin. Das war's auch schon wieder für heute beim Motor TV. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wie gewohnt hier auf Schau.TV immer von Freitagabend bis Montagabend regelmäßig. Danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen. Diese Sendung widmete Ihnen Kfz Jagschitz in der Kasernenstraße 9 in Eisenstadt. Reparatur und Service aller Marken.